Ja, und so ist es halt mit dem ganzen Gewinnzeug. Und dann habe ich mir ausgerechnet, wie viele Stunden ich brauche. Okay, dann brauche ich Mitarbeiter, um das Ganze aufzubauen, weil so viele Automaten natürlich nicht alleine mehr verarbeitet werden können. Also du kannst dich nicht alleine um einen Auto, um 50 Automaten kümmern. Also brauchst du Techniker, brauchst du Lageristen, brauchst du Auffüller, dann brauchst du ein Servicebüro, wo jemand anrufen kann und sich beschweren kann. Dann brauchst du jemanden, der die ganzen Rechnungen schreibt und bestellt. Und ja, dann bin ich ja so auf 8-9 Leute gekommen, die sozusagen bei den Automaten dann arbeiten müssen. Die kosten natürlich wiederum Geld. Weiß ich jetzt nicht, ob man einfach nur 12,50 mal Arbeitsstunden rechnen kann. Ich glaube nicht. Ich meine, man müsste das Doppelte nehmen, einfach wegen Versicherung und dem ganzen anderen Quatsch. Und so, aber dann habe ich halt 30 Euro genommen, ja, so ungefähr. Mal schauen, ob die Rechnung aufgeht, aber ich denke halt einfach, dass es ist halt schwierig, so ein Business aufzubauen, und man muss einfach auch das gut kalkulieren, weil ein schlechter Standort hat natürlich das Problem, dass man da nicht so viel mit verdient. Ja, und jetzt muss man einfach mal schauen, wie es aussieht.